das Bier, pump es ab, trink ihn aus den Humpen. Komm, lass dich nicht lumpen, man kann dich euch pumpen. Prost, Leute, hier sind der Marlon und der Chris von Biergaming HD. Hallo, Go Linux 7. Ja. What's up? Und da wir gerade eben durch Zufall auf dein Video gestoßen sind, wollten wir uns erstmal ich wollte mich entschuldigen. Also die Nachricht, wenn du willst, kannst du sie ja gerade mal zeigen. Moment. Tut mir ehrlich gesagt sau leid. Also wir haben uns gerade durchgelesen und finden es eigentlich sau lustig. Aber wie gesagt, ich habe an dem Abend mit ein paar Freunden Trinkspiele gespielt und wenn mir dann einer auf den Posteingang mit Elotrix kommt und ich nicht ganz bei Trost bin, dann schreibe ich Scheiße. Es tut mir leid, das wollte ich eigentlich nicht so schreiben. Was du gesagt hast, du hast gut argumentiert, das war eigentlich ganz in Ordnung, dass du dann so eine Antwort mit Kackrutsche und schlauer Typ kriegst, tut mir sau leid. Aber ich möchte ganz kurz nochmal eigentlich schon stopp, ich möchte ganz nochmal die Nachricht zitieren, weil abgesehen davon, dass sie total dumm war, war sie eigentlich extrem lustig. Also wie der Chris bereits gesagt hat, er war da besoffen, als er das gesagt hat. Hallo PC, änder mal dein Farbschema. Und ja, lest euch das mal durch. Das Beispiel mit der Übung in den Muskeln kannst du dir in die Kackrutsche schieben. Das hier ist YouTube und kein Fitnessstudio. Hier geht's um Qualität und nicht erlogene Geschichten von Sexabenteuern, die minder pubertäre Vollidioten glauben. MFG, schlauer Typ. Also, wie gesagt, es tut uns wirklich leid, dass du diese Nachricht bekommen hast, weil eigentlich... Zu dem Zeitpunkt allerdings muss ich sagen, dass ich deine Nachricht eigentlich nicht gelesen habe. Beziehungsweise ich habe sie angemacht, habe die ersten drei Zeilen gelesen, habe gelesen, Elotrix ist toll. Unsere Meinung ist, dass er nicht toll ist, nur die nehmen wir nicht zurück, unsere Meinung. Ich nehme nur zurück, wie ich es gesagt habe, mit der Begründung, dass ich leider Alkohol getrunken habe. Nein, was mir gegen Pisser ging, war schon wieder, Elotrix ist voll geil. Und dann schreibe ich natürlich meine Standardantwort. Naja, okay, die kriegt nicht jeder. Nicht bei jedem mache ich mir so viel Mühe. Ja, also eigentlich haben wir ihm halt zweimal geantwortet. Auf die erste Nachricht habe ich ihm geantwortet mit dieser Nachricht. Das habe ich überhaupt nicht. Die war auch eigentlich noch relativ okay. Und ja, der Chris hat dann halt mit Scheiße geantwortet, was nicht so geplant war. Und ja, also wie gesagt, unsere Meinung zu Elotrix bleibt die gleiche, weil wir einfach finden, dass... Ja, was ich an der Stelle jetzt mal gut finde, ist, dass Elotrix vielleicht doch einen halbwegs intelligenten Fan hat, haben wir gesehen. Go Linux, du bist auf jeden Fall nicht auf den Kopf gefallen, kann man deinen Nachrichten entnehmen, du kannst ziemlich gut zitieren. Unsere Meinungen unterscheiden sich halt, von mir aus, ist in Ordnung, aber es war nicht schlecht und es tut uns leid, mir zumindest. Und außerdem... Schreib bitte nächstes Mal musst du Elotrix richtig schreiben, sonst kommt Elotrix zu dir und bringt dich um. Das ist ganz wichtig, du musst Elotrix richtig schreiben. Also nichts so ungut, aber bei so wenn einer Nachricht, so einen da werde ich... Wenn ich so lese, Alter, da kriege ich richtig aggressiv. Das ist sinnloses Gefanboy. Das ist richtig behindert. Vielleicht war es auch nur ein Joke, aber... Nee, kein Scheiß, es war kein Joke. Kein Scheiß, es war kein Joke. Kein Joke. Ja. The Kraken got his eye on you. Random... Quotes for the win. Also nochmal, es tut uns wirklich leid für die Nachricht, die du bekommen hast. Wenn du Lust hast, können wir uns auch gerne mal in Skype unterhalten oder so. Du hast ja auf unserem Kanal, kannst du ja in die Videobeschreibung gucken, Biergaming Marlon und Biergaming Chris. Kannst uns gerne mal adden, können wir uns mal unterhalten. Es war wirklich nicht so geplant, wie es am Ende ausgegangen ist. Aber es war lustig, das musst du zugeben. Aber du hast... Chris hat uns mit seiner Nachricht gerade ziemlich zum Lachen gebracht. Und ich hab's erstickt. Dann würde ich sagen, vielleicht hören wir uns ja mal in Skype und ja, ich sag Peace out. Ja, Peace.